Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Anlass des Videos ist super, super spontan. Aber wie vielleicht ihr an den letzten zwei Videos erkennen konntet, bin ich jetzt Richtung vegan gegangen. Ich würde sagen noch nicht 100%, weil ich habe immer noch Protein-Shakes, die nicht vegan sind. Aber wenn ich einkaufen gehe zum Beispiel, ist es komplett vegan. Und auch wenn ich essen gehe, versuche ich dort immer die veganen Alternativen zu wählen, statt die anderen omnivoren Alternativen. Und auf diesem Weg, in dieser kurzen Zeit, ist mir jetzt schon so oft passiert, dass die Leute dagegen argumentieren. Und deswegen glaube ich, es war noch nie so schwer, Veganer zu werden, wie jetzt gerade. Klar, es ist jetzt in den Medien natürlich auch, durch die Doku Game Changer und so weiter, wird es viel diskutiert. Aber auch in den Köpfen der Menschen ist es so krass verankert mittlerweile, dass Veganer Mangelernährung haben oder dass vegane Produkte ungesund sind, dass die nicht ausgewogen sich ernähren und so weiter. Aber ausgewogen sich ernähren, das kannst du auch als Fleischfresser, kannst du dich genauso nicht ausgewogen ernähren. Und ich merke, bei so vielen Menschen gerade, wenn ich denen erzähle, hey Leute, ich versuche jetzt vegan zu werden und so weiter, wie viel das auf Negativ-Kommentare stößt und wie viel Kontra ich dafür bekomme. Und das finde ich richtig, richtig krass. Und auch auf Social Media seht man jetzt diese krasse Gegenbewegung. Und ich möchte euch da kurz was zu erzählen. Ich bin auch nicht da, um euch zu überzeugen. Ich bin auch nicht die Bewegung jetzt vegan, sondern die Argumente für eine vegane Ernährung, gerade als Sportler, sind einfach, ja, meiner Meinung nach ausreichend genug, das mal zu versuchen und es mal zu testen, wie es sich so entwickelt. Und ihr da draußen könnt auch nur dann entscheiden, ob das Ganze funktioniert oder nicht, wenn ihr es selber probiert habt. Und einer meiner besten Freunde, der Steve, war lange, lange Veganer und ihm ging es gut. Er ist nicht krank geworden oder so. Im Gegenteil, er hatte sogar auch positive Effekte dadurch. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht Fleisch essen müssen. So, das ist auf jeden Fall meine Meinung. Und lasst euch nicht verwirren von dem, was jetzt die Medien machen und was die Leute sagen. Und ich gebe zu, selbst für mich, wenn ich mir das dann anhöre und höre, ja, das ist aber ungesund und das ist so und so, ich fange auch an nachzudenken, ist das vielleicht doch nicht so gut oder, also klar, ganz normal, aber das ist so krass. Früher, als Steve Veganer geworden ist, haben alle gesagt, boah, cool, hey, finde ich richtig gut. Und das gibt es jetzt auch noch, aber viel mehr Kontra. So krass, dass es so viel Kontra gibt einfach. Und ich denke mir so, warum macht ihr das? Ist es eure Entschuldigung dafür, dass ihr weiter Fleisch essen könnt, nur weil ihr euch selber eure Gewohnheiten nicht umstellen möchtet? Das ist genau das Gleiche, wenn Leute, sagen wir mal, blödes Beispiel, aber man sagt, Cardio-Training ist ungesund. Deswegen mache ich kein Cardio und deswegen kann ich nicht abnehmen. Und genau das Gleiche ist das gleiche Beispiel. Oder dies und jenes ist ungesund und ich habe das und das mal da und da gehört und deswegen kann ich das nicht ändern, weil das sind doch alles nur Ausreden, weil die Menschen selber nicht ihre Gewohnheiten ändern wollen. Und ich appelliere jetzt nochmal mit diesem Video so, macht euch selber eure Meinung und lasst euch nicht so viel reinreden von außen. Und das geht nicht nur um vegane Ernährung, sondern es geht einfach um alles. Ja, es war mega spontan und ich muss das einfach unbedingt sagen, weil mich das einfach beschäftigt hat. Bleibt auf dem Laufenden, wie es sich bei mir entwickelt. Ich bin selber total gespannt und lerne jeden Tag neue Sachen dazu, aber dazu mehr in den nächsten Videos. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.